Geografie Norwegens ist von Gebirgsketten, Hochebenen und den Fjorden entlang der langen Küste geprägt. Der Dalsnibba ist der höchste Berg am Geiranger Fjord. Von diesem Berg hat man einen fantastischen Ausblick auf den Fjord. Dies aber nur, wenn weder Wolken noch Nebel die Sicht versperren. Leider ist der Berg Dalsnibba allerdings sehr häufig von Wolken und Nebel umgeben. Der Dalsnibba ist ca. 1500 Meter hoch. Bereits 1939 wurde eine 5 Kilometer lange Mautstraße gebaut, so kommen die Reisenden in den Sommermonaten problemlos bis zum Gipfelplateau. Vorsicht ist jedoch geboten, denn die Straße ist unbefestigt und sehr schmal. Atemberaubend ist der Blick in die norwegische Berglandschaft mit ihren Felsen und Schneefeldern. Am Fuß des Berges befindet sich einer der tiefsten Seen der Welt, der Djupvatnet. Wenn es in Geiranger regnet, liegt auf dem Dalsnibba sicher Schnee. Auch in den Sommermonaten ist es daher ratsam, etwas wärmere Kleidung mitzunehmen. Wer in Geiranger zu Besuch ist, darf auf keinen Fall einen Ausflug auf den Dalsnibba versäumen. Denn nicht umsonst hat die UNESCO im Jahr 2005 das Gebiet um den Geiranger Fjord zum Weltkulturerbe erklärt.